Ja, hallo, ich bin's wieder, Dirk mit den Balance Dogs. Und heute sind wir im Tierpark mit Willow und wollen jetzt hier mal ganz kurz die Situation hier etwas analysieren. Bei dieser Begegnung mit der Gans. Hier fängt die Gans schon an zu fauchen. Und ja, wie man deutlich sehen kann, macht sie sich sehr groß. Sie breitet die Schwingen aus. Also sie macht ganz, ganz, ganz deutlich Druck in Richtung von Willow. Und siehe da, der Willow versteht das wunderbar, weicht jetzt zurück, die Gans legt auch nochmal nach und arbeitet ihn nochmal wieder ein bisschen weg von sich. Jetzt protestiert er gerade so ein bisschen kurz, aber er ist immer noch neugierig und geht immer nochmal wieder nach vorne, versucht nochmal zu untersuchen. Langsam. Sehr mit Respekt jetzt, auch wie man schwer erkennen kann, immer ein bisschen rückwärts gerichtet. Also, um dann auch wieder dort Raum freizugeben. Und die Gans behauptet da jetzt ganz, ganz explizit ihren Raum. So, ja, der eine ist hier der Sheriff und daneben ist vielleicht der Hilfs-Sheriff, der dazu gekommen ist. Ja, aber sie behauptet einfach da ihre Position. Und Willow nimmt das auch so an, akzeptiert das. Wie gesagt, Neugierde ist da immer noch da. Jetzt kommt er dann endlich mal und geht mit mir ins Gespräch kurz und bittet so ein bisschen um Hilfe. Aber ich lasse ihn dann mal weiter alleine diesen Konflikt so ein bisschen managen. Aber er kommt damit wunderbar klar. Ja, wie man auch nicht unschwer erkennen kann hier. Keineswegs in irgendeiner Form jetzt mega verängstigt, traumatisiert oder sonst irgendwie schwer beschädigt. Also, ihn hat dieses Ereignis jetzt nicht wirklich sonderlich mitgenommen, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Weswegen ich das jetzt so genau hier analysiere und nochmal bespreche, ist ja, dass ja, aus gewissen Lagern immer so ganz stark behauptet wird, Druck. Und das hier ist ganz klar Druck, was die Gans da macht, nämlich körpersprachlich ganz, ganz sauber, ganz, ganz fein und ganz, ganz deutlich macht sie aber Druck und möchte also da die, ja, die Nähe des Hundes auf jeden Fall vermeiden, dass er noch näher kommt. Ne? Das kann man auch als eine Korrektur bezeichnen oder man kann es tatsächlich sogar auch als Strafe bezeichnen. Und das ist ja, wie gesagt, laut bestimmten Lagern unheimlich schlecht. Und das sollte man auf gar keinen Fall mit den Hunden machen. Das ist aversiv und ja, es soll also da definitiv nur über positive Verstärkung und über den positiven Weg und absolut druckfrei, korrekturfrei, straffrei gearbeitet werden. Wie man jetzt hier aber ganz, ganz toll erkennen kann, ist das total unnatürlich. Unnatürlich und letztendlich ja, macht es die Hunde dann, wenn ich nur über diese eine Schiene arbeite und nicht wirklich auch ausgewogen erziehe, macht es die Hunde unausgeglichen. Es macht sie stressanfällig und vor allen Dingen ja, bekommen Sie, wenn Sie in natürlichen Begegnungen sind, natürlichen sozialen Begegnungen sind, bekommen Sie tatsächlich auch Probleme mit so Konfliktsituationen, da Sie einfach ja, für sich selber eben auch kein Konfliktmanagement gelernt haben, wenn Sie denn mal Druck erfahren, wenn Sie denn mal eine Korrektur erfahren von einem anderen Hund oder sogar gar einem anderen Tier. Ja, und haben damit schlussendlich irgendwann dann auch eine mangelnde Sozialkompetenz. Ne? Die Kommunikation sollte doch so gestaltet werden mit unseren Hunden, dass sie aus Sicht des Hundes einfach leicht verständlich ist. Und zwar eben auf eine natürliche Weise. Wie wir jetzt hier sehen können, ja, oder wieder andersrum, wie es oft behauptet wird, dass die Hunde ja dann wissen, der Mensch ist eben kein Hund und das wäre ja Quatsch, auf diese Art und Weise mit dem Hund zu kommunizieren, eben körpersprachlich, taktil. Natürlich wissen die, dass wir kein Hund sind. Das ist für die Hunde völlig logisch. Der Hund weiß auch, dass die Gans kein Hund ist. Und trotzdem funktioniert diese Kommunikation zwischenartlich wunderbar. Und die Gans ist noch viel weniger Sozialpartner für den Hund als der Mensch.
Also warum sollte er uns von uns Menschen denn nicht auch ja, eine Kommunikation erfahren, die für ihn leicht und deutlich verständlich ist, so ja, wie die Gans hier eben auch kommuniziert. Und wie man unschwer erkennen kann, wie gesagt, klappt das wunderbar. Ist die Gans jetzt total aversiv? Ist sie böse? Ist das tierschutzrelevant? Müssen wir die Gans jetzt wie dem Veterinäramt melden, weil die mein Hund ja so fürchterlich unter psychischen Druck gesetzt hat hier? Nein, Spaß beiseite, ne? Natürlich nicht. Er hat hier gelernt, die Gans mit Respekt zu behandeln. Wie gesagt, ist er deswegen jetzt irgendwie psychisch angeschlagen oder so? Nein, keineswegs. Das ist eine wunderbare und fantastische Kommunikation, die hier stattfindet. Und genauso versteht er sie auch sehr, sehr gut, wie man es hier erkennen kann. Und genauso sollte sie auch zwischen Mensch, ja, und Hund stattfinden, soweit es eben ja realisierbar ist und machbar ist. Ja, also in diesem Sinne, schaut es euch noch mal in Ruhe an. Eine herrliche Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen Arten und trotzdem verstehen sie sich. Jeder versteht, was der andere will und was gemeint ist. In diesem Sinne, bis demnächst. Mach's gut. Ciao.